Also mir wurde gegen 16.30 Uhr hier in die Donsdorfer Straße alarmiert. Da wurde eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss in der Schreinerei gemeldet. Also die Lage beim Eintreffen war so, dass im Bereich der Zwischendecke ein Brand an einem Abgasrohr oder Ofenrohr festgestellt wurde, das sich dann in der Folge innerhalb der zweilagigen Zwischendecke weiter ausbreitet hat. Aus dem Grund haben wir dann nach der Feuerwehr Süßen noch weitere Einheiten aus Donsdorf und Saalach sowie den Gerätewagen Atemschutz aus Göppingen nachgefordert, sodass wir jetzt hier gerade aktuell mit 51 Einsatzkräften und 11 Fahrzeuge von der Feuerwehr im Einsatz sind. Das Rote Kreuz ist mit 4 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften hier an der Einsatzstelle. Das Problem in der Schreinerei ist natürlich die hohe Brandlast durch das Holz. Aus dem Grund haben wir, als sich die Lage ein bisschen zugespitzt hat, entschieden, den Großteil der Brandlast, der noch nicht betroffen war, aus dem Gebäude zu räumen. Wir sind jetzt gerade aktuell dabei, die Zwischendecke sowohl vom Erdgeschoss als auch vom ersten Obergeschoss aus zu öffnen. Ebenfalls im Einsatz ist die Drehleiter, um auch da die Bereiche am Dach zu öffnen, um an die Brandnester zu kommen. Genau, also im Moment sind wir wie gesagt dabei, die Zwischendecke zu öffnen, um den Brandherd genau zu lokalisieren. Das Feuer wandert halt in der Zwischendecke. Das Problem an der Sache ist, es ist ein relativ altes Haus. Entsprechend sind da die verschiedensten Baumaterialien auch verwendet worden. Und es ist einfach nicht der Stand der Bautechnik, wie es heutzutage eigentlich Standard ist. Von dem her wird uns das Ganze auch noch ein Weilchen beschäftigen. Ich schätze mal so circa 2 Stunden, nur weil wir brauchen, bis wir hier an der Eisenstelle die Kräfte auch zurückfahren können. Also aktuell ist es so, dass sich das Feuer nicht großartig ausbreitet. Wir sind jetzt aber noch nicht so weit zu sagen, dass wir das Feuer aushaben. Zu den Gefahren, wo Sie gefragt hatten, ist es so, dass natürlich durch die Brandlast in der Schreinerei natürlich die Gefahr der Ausbreitung ist. Des Weiteren, wenn man natürlich das Dach abdeckt, müssen wir auch die eigenen Einsatzkräfte schützen. Durch herabfallende Ziegel etc. Das sind im Prinzip so die Gefahren an der Einsatzstelle.